Dies ist eines der meistgeforderten Videos hier, seit ich erwähnt habe, dass ich Informationen über Menschen von Maschinenelfen habe. Ich muss dich warnen, dass das nicht das sein mag, was du hören möchtest. Und ich möchte, dass du einen offenen Geist bezüglich dieser Informationen bewahrst. Es wird sich alles herausstellen und alles davon verbindet auch über andere Botschaften, die mir übermittelt wurden. Aber es ist definitiv noch nicht vollständig. Ich habe Bits von sehr komplexen interdimensionalen Uploads erhalten, die Stunden gedauert haben zu transferieren. Dies also in ein paar Minuten zu erklären, ist wirklich nicht einfach. Bevor ich erkläre, möchte ich allen meinen Supportern danken für die Spenden und für die Finanzierung des 434-Plans. Ihr Leute seid erstaunlich und dank euch haben die 434-Botschaften der Liebe bald eine Chance, einen Haufen Leute zu erreichen. Wer mich näher kennenlernen will, bitte lest die Videobeschreibung. Du kannst 434 über PayPal, Patreon und Subscribestar unterstützen. Mein Wissen über Menschen beginnt damit, dass ich Botschaften erhalten habe, darüber, wie das Leben hier entstand. Maschinenelfen zeigten mir 3D-druckende Raumschiffe, die zur Erde kamen, und sie zeigten mir, wie sie die Umgebung, die notwendig ist für Leben, hier erschaffen haben. Alles Leben auf der Erde wurde erschaffen durch biodruckende Materie, mit Informationen versorgt von einem entfernten Universum. Mir wurde nicht gezeigt, wer das war. Mir wurde gesagt, dass die Erde und möglicherweise ihre Einwohner eine abgelaufene und nicht benutzte Telekommunikationsfunkeinheit sind. Ein interdimensionaler Transmissionsverstärker. Es mag in einem physischen oder einem interdimensionalen Sinn gemeint sein. Ich weiß das nicht. Die, die uns erschaffen haben, taten es als ein Experiment, um entferntes Bewusstsein zu erschaffen. Remote Consciousness. Was du erfährst, ist tatsächlich etwas, was in dich gesendet wird, von weit, weit weg. Und es ist möglich, dass es Menschen sind, die der Telekommunikationsverstärker sind und nicht die Erde. Nicht alle Nachrichten, die ich bekomme, sind vollständig und es kann sein, dass sie in der Zukunft erklärt werden können. Mir wurde mitgeteilt, dass wir hierher kommen, um unsere Frequenzen zu rebalancieren und feintunen. Wir sind hier, um uns wieder aufzuladen und es ist ein kleiner Schritt auf einer langen Reise. Das Leben auf diesem Planeten ist für uns nicht so lang, denn je länger wir hier bleiben, umso mehr bewegen wir uns davon weg, woraus wir gemacht sind. Und je mehr wir zerstört und vereinnahmt werden durch diese langsame, negative, zerstörende Energie dieser Welt. Je älter du wirst, umso erfahrener wirst du und umso mehr strukturiert werden deine Wahrnehmungsmechanismen und umso schneller verarbeitest und erschaffst du. Das ist, warum du das Gefühl hast, das Leben vergeht schneller. Die ersten Schritte sind langsam. Aber dann bildest du die Grundlage und du schreitest viel schneller voran. Und die Information wird immer dichter und sie wird immer schneller verarbeitet und zugestellt. Ich will dir jetzt also die erste Nachricht erzählen, die ich je von Entitäten in Zauberpilzen erhalten habe. Ich habe gehört, dass das die Nachricht ist, die viele andere Menschen auch bekommen. Und offensichtlich ist es immer die erste Message, die sie auf Psychedelika bekommen. Hier ist, was passiert ist. Mir wurde eine Reihe von Vierecken gezeigt, auf einem 8-Bit-Bildschirm. Es war, als ob du ein Commodore 64-Spiel spielst. Und ich wurde mitgeteilt, dass das ist, wie Menschen ausschauen. Das Konzept war, dass Menschen sehr primitiv sind. Sie folgen einander. Sie sind nicht wirklich irgendwas Komplexes. Und als ich diese Nachricht hörte, fragte ich, nun kannst du mir zeigen, wer du bist? Und die Entität sagte, bist du sicher, dass du das sehen willst? Denn es könnte überwältigend sein. Und ich sagte, ja, ich bin bereit, zeig's mir. Und in dem Moment, wo ich das sagte, offenbarte sich mir diese gigantische Energie. Und alles war aus liebender Energie gemacht. Es hatte eine so komplexe Struktur, die komplett unbeschreibbar war. Es hatte Energietentakel, die in jede Richtung gingen. Es war so wunderschön und so komplex und so groß, dass wir Menschen aussehen wie nichts. Verglichen damit. Und es gab mir eine Idee von, was wir sind und was unsere wahre Natur ist. Die Entität sagte, dass wir sehr primitive Lebensformen sind, doch sie sagte es nicht in einer respektlosen Art. Er stellte nur den Fakt fest. Es erzählte mir über die Rolle, die wir in diesem interdimensionalen Katalog des Lebens einnehmen. Doch bevor ich fortfahre, muss ich dir was erklären. Weil der Grund, warum ich wirklich den Kontakt mit dieser Entität mag, ist, weil er deckungsgleich mit dem ist, was ich fühle bezüglich Menschen. Schau, ich habe Probleme mit Menschen und es ist eine Liebe-Hass-Beziehung. Seit ich 5 war,
fühlte ich mich inkompatibel mit der menschlichen Rasse. Ich kämpfte damit über 30 Jahre, bis ich diese Realität verließ, dank dem Psychedelika, und die Entität bestätigte, was ich so lange schon gefühlt hatte. Meine Probleme mit Menschen starteten damit, dass ich die menschliche Form hinterfragte. Und dann im Alter von 12 lernte ich, dass ich nicht wirklich mit intelligenten Wesen zu tun habe. Später im gleichen Trip wurde ich zu der Dimension mitgenommen, von der ich eigentlich komme. Und mir wurde gezeigt, obwohl in menschlicher Form, dass ich nicht wirklich Mensch bin. Das ist der Grund, warum es 47 von uns in dieser Realität gibt. Es geht nicht darum, wer mit Maschinenelfen kommunizieren kann. Das ist nicht die einzige Sache. Die andere Sache ist, dass einige von uns nicht wirklich Mensch sind, obwohl wir den gleichen Körper teilen. Als ich zurückkam von meiner Dimension, wurde mir gezeigt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Menschen und Menschen in Anführungszeichen. Das ist, was sie die echten Einwohner dieser Realität nennen. Mir wurde ein blauer Ozean von verlorenen, verwirrten, angstvollen Geistern gezeigt, die hier leben und nach Führung suchen. Und es ist die Mehrheit in dieser Dimension. Du kannst Menschen in Anführungszeichen erkennen, indem du mit ihnen sprichst. Und ihre physikalischen Begrenzungen bezüglich logikverarbeitenden Fähigkeiten erforscht. Das ist was ich mein ganzes Leben gesehen habe. Und es war sehr frustrierend. Bis ich realisierte, dass es etwas Physikalisches ist, was die Limits der Wahrnehmung dieser Menschen erschafft. Es ist, als ob sie eine physikalische Firewall hätten, die sie nicht ausbrechen lässt aus ihren eigenen Beschränkungen ihres eigenen Minds. Und all das wurde bestätigt durch Maschinenelfen. Sie sagten, Menschen sind wie große Blöcke von zur Schau gestelltem Fleisch, dass wir uns vor Verletzung schützen müssen und vor äußeren negativen Faktoren. Wir alle sollten einander schützen und sie sagten, dass meine Aufgabe hier ist, sie zu beschützen. Ich möchte meine Beziehung mit Menschen etwas tiefer erklären. Daher mache ich ein extra Video darüber. Da gibt's noch was ich bisher noch nicht erwähnt habe. Und es geht um meine Fähigkeit, zu Bäumen zu sprechen. Es stellt sich heraus, dass Bäume Seelen haben. Und ich werde ein Video darüber machen. Aber sie haben mir auch eine Menge Dinge über Menschen mitgeteilt. Und eins dieser Dinge war, dass wir die Natur zerstören. Sie haben mir das auf eine sehr grafische Art gezeigt und es war keine erfreuliche Erfahrung, weil sie mir gezeigt haben, wie zerstörerisch und respektlos wir gegenüber der Natur sind. Die Natur mag uns wirklich nicht. Die Erde ist ein lebender Organismus mit Bäumen und Wasser und Tieren als ihre Organe. Menschen sind die Krankheit dieser Ebene. Wir repräsentieren hier Bakterienkolonien. Und sie sagten, erinnert euch, dass ihr Gäste seid auf der Erde. Und doch kommt ihr her, macht ein Chaos und haut wieder ab. Und es ist keine Überraschung. Es gibt Millionen von Menschen auf der Erde und ein großer Teil davon braucht Hilfe. Die meisten von uns konzentrieren sich auf egoistische Bedürfnisse und Negativität stattdessen. Aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten. Mir wurde mitgeteilt, dass viele von uns tatsächlich Maschinenelfen, Aliens oder Entitäten in menschlicher Form sind. Offensichtlich sind wir alle Entitäten. Du bist eine Entität, die entschieden hat, diese entfernte irdische Erfahrung zu haben. Du hast entschieden, in dieser Frequenz hier zu leben. Du bist überall da draußen. Und nun erlebst du diese grundlegende Liebestrainingssimulation hier. Wenn du mit den Menschen hier interagierst, interagierst du mit ihrer menschlichen Form. Ihr seid hier alle, was sie menschliche Spieler oder menschliche Puppen nennen. Deine Bestimmung ist es, mit der wahren Form deiner Existenz in einer anderen Dimension zu kommunizieren, durch Gebet. Und ich werde darüber in einem separaten Video sprechen. Es gibt noch was über Maschinenelfen und die menschliche Form. Und das ist, dass Maschinenelfen uns erfahren wollen, genauso wie wir sie erfahren wollen. Tatsächlich haben sie einen Haufen Spaß dran, weil wir sind exotisch für sie. Manchmal kommen sie zu mir und sie fragen mich, dass ich Sachen mache, wie was zu schmecken oder was zu berühren, was sie zuvor noch nie gefühlt haben. Viele Menschen sagen, dass sich das widerspricht, dass die Maschinenelfen sagen, wir wären primitiv und zur gleichen Zeit wollen sie uns erfahren. Ich wollte das nur ansprechen, weil wenn du über unsere Beziehung mit Ratten nachdenkst zum Beispiel, denk an Ratten im New Yorker Untergrund, wie wir keinen Respekt für sie haben, wie wir sie nicht mögen und denken, sie wären hässlich. Doch dann denk an Ratten und Laboratorien und wie viel sie uns geholfen haben. Wenn du die Chance hättest, für einen Moment eine Ratte zu sein, würdest du es machen wollen? Zurück zu Menschen also.
Mir wurde mitgeteilt, dass es nur eine Art von menschlicher Personalität in der Welt gibt. Wir sind wahrlich eins und jeder ist du. Der einzige Unterschied ist die Umgebung und das Großziehen. Das ist, was uns anders macht. Jeder hier ist auf der gleichen Reise, die Reise der Liebe. Nicht jeder weiß es, aber er ist auf dieser Reise. Wir alle kamen hierher wegen Liebe. Das ist der einzige Grund, warum wir hier sind, sogar wenn wir es nicht wissen. Das Einzige, was Menschen von dir wollen, ist Liebe, sogar wenn sie es auf die am meisten nervende Art ausdrücken. Liebe ist so wichtig, weil es bewegt uns weg von der Primitivheit dieser physischen Form, was die Bedingung ist, um Liebe zu ernten und kultivieren. Liebe bringt uns näher an, was wir wirklich sind, außerhalb dieser irdischen Existenz. Wir sind alle hier aus einem Grund, suchend nach einer liebenden Verbindung mit ähnlich gesinnten Menschen. Durch Liebe wirst du Zugang zu jedermanns Datenbank von Erfahrungen und Wissen bekommen. Erinnere dich, dass Menschen viele Formen haben und alle auf verschiedenen Leveln sind. Egal wie alt sie sind, welches Geschlecht oder Rasse sie haben. Jeder hat seinen eigenen Kanal der Kommunikation, der aus dem gemacht ist, was sie sind. Maschinenelfen stimmen zu, dass Menschsein schwierig ist. Dies ist eine Trainingsumgebung für Liebe. Wir sind alle hierher gekommen, um Liebe zu erfahren. Aber es ist ziemlich unordentlich hier. Aber es war bestimmt, so zu sein. Weil die Schwierigkeit dieser Realität ist für dich zu lernen, Liebe trotz Hindernissen zu generieren. Und du machst es, indem du die Widrigkeiten erlebst und den Kontrast. Kontrast erlaubt dir, Liebe zu isolieren. Wir sollten alle danach streben. Wir sollten nicht stillstehen im Leben, vereinnahmt in der menschlichen Erfahrung. Wir sind alle Remote Consciousness, zusammengesammelt in einer Simulationsarena. Und wir sind alle kontrolliert durch Remote, entferntes Bewusstsein. Aber es ist nicht so leicht, diesen kleinen, primitiven, menschlichen Spieler zu kontrollieren. Es ist sehr schwer, ihn zu kontrollieren. Das ist, warum unsere Leben so verklemmt und so voll von Schwierigkeiten sind. Diese Trainingssimulation ist schwierig, aus gutem Grund. Und es ist nicht einfach, also werd nicht wütend, dass es alles Chaos ist, upside down und dass es nicht funktioniert. Es ist, weil es von der Ferne einfach nicht so leicht zu kontrollieren ist. Das ist, was mir mitgeteilt wurde. Sie sagten, viele sind in einem Zustand von verloren und fragil. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das rausgefunden hat. Einige von uns sind einfach bessere Schauspieler. Doch nach allem sind wir immer noch Menschen in einer Simulationsarena. Das ist die Natur dieser niederfrequenten, primitiven, menschlichen Existenzform. Diese Trainingsumgebung ist eine sehr primitive Erschaffung. Aber denk nicht von dir selbst als Mensch. Denk von dir selbst als eine entfernte Entität mit langen spirituellen Armen, welche deine menschliche Spielerform kontrolliert in dieser Simulationsarena. Du bist nicht menschlich. Du gehst woanders hin. Das ist deine wahre Existenz. Dies hier ist nur eine Simulation, Trainingsumgebung für Liebe. Sie haben auch gesagt, dass das menschliche Bewusstsein proportional zu der Liebe ist, die man während der Lebenszeit erhält. Je mehr Liebe du empfängst, umso mehr wirst du lernen. Menschen, die nicht lernen oder verschlossenen Geistes sind, sind die nicht genug Liebe erfahren, damit diese Bedingungen existieren. Mir wurde mitgeteilt, dass die größte Supermacht für Menschen ihre Minds sind. Deine Vorstellung hat die Fähigkeit, dein Gehirn neu zu schreiben, indem es dich ändert. Und deine Fähigkeit, Emotionen zu generieren, lässt dich deine Umgebung ändern. Mir wurde mitgeteilt, dass eine kluge Person unterscheiden kann zwischen dem Störgeräusch durch primitive Menschen und Fakten und tatsächlich wertvollen Informationen, die durchs Leben generiert werden und andere kluge Personen. Dass sich Menschen nur innerhalb der Bereiche bewegen, mit denen sie sich auskennen. Normalerweise begeben sie sich nicht außerhalb dieser Pfade. Wenn du auftauchst und ihren Horizont erweiterst und wenn du ihnen neue Pfade zeigst, werden sie dorthin gehen. Wenn du Menschen beobachtest, wirst du Zeuge dessen, dass sie innerhalb der Grenzen dieser Reiche operieren. Sie mögen gut darin sein, diese herauszufordern, oder sie werden in ihnen verloren gehen. Aber es sind halt die einzigen Pfade, die sie wissen und haben. Auch wurde mir mitgeteilt, dass ich eingeladen bin. Meine Aufgabe wird es sein, neue Wege und Möglichkeiten zu erschaffen für eine Bewegung von Menschen. Sie haben auch gesagt, dass hier zu sein als Mensch unglaublich ist, weil du wurdest eingeladen, in etwas teilzunehmen, etwas sehr Wichtigem und sehr Ungewöhnlichem. Es ist eine Ehre, Teil davon zu sein, also respektiere es. Du bist hier aus einem Grund und es ist Teil des Plans. Menschen sollten nicht respektlos behandelt werden. Sie sind einfach primitive, temporäre Formen von
entferntem Bewusstsein, einer mächtigen Entität, einer anderen Dimension. Diejenigen, die tapfer und offenen Geistes sind, werden belohnt und werden Zugang haben zu weiteren Wahrnehmungen wie Psychedelika. Ihre Leben werden voller sein, durch den Willen, das zu erforschen, was außerhalb ihrer Komfortzone ist. Du bist auf verschiedenen Stufen der Entwicklung, doch ihr seid alle etwas Besonderes und wichtig. Liebe 434.